Die einfachen Dinge. Mon Dieu, nach langer Zeit mal wieder ein Franzose in der Sneak Preview. Und eigentlich habe ich ja nur einen Anspruch an französische Filme. Es sollte möglichst nicht Christian Clavier mitspielen. Diese Bedingung erfüllt dieser Film. Ich habe jetzt leider keine Ahnung, was Trailer und Marketing hergegeben haben. Deswegen weiß ich nicht, wie weit ich in den Film, wenn ich ihn beschreibe, reingehen kann, ohne entscheidend zu spoilern. Ich bleibe mal in den ersten 20, 25 Minuten. Ja, wir haben eigentlich geht es um die Begegnung zweier Männer. Das eine ist Vincent, ich sage jetzt einfach Vincent. Das ist ein Tech-Milliardär, ein Tausendsasser, der in etlichen Dingen seine Finger drin hat, im Leben überall ein Bringer, ein Macher ist. Aber trotzdem ist er eigentlich unglücklich und hat Panikattacken bei einem Trip durch ein französisches abgelegenes Berggebiet bleibt ihm seine Luxuskarre liegen und als er da auf Hilfe wartet, kommt zufällig Pierre vorbei. Pierre ist ein brummeliger, etwas vollschlanker Mann, der auf einem Berg lebt, vollkommen abgeschieden von der Welt und eigentlich nichts anderes als seine Ruhe will. Und erstmal sucht Pierre oder hilft Pierre dem liegen gebliebenen Vincent mit seinem Auto. Dann später taucht Vincent immer wieder bei Pierre auf und man erahnt hier, dass es jetzt um diese Story geht, dass der reiche Stadtmensch jetzt hier in dieser Naturidylle Abstand und Frieden und Ruhe sucht und diese beiden Männer sich bei tiefen, innigen Gesprächen näher kommen. Das ist ungefähr der Eindruck, den der Film in den ersten 20 Minuten erweckt. Dann gibt es einen kleinen Twist, den ich jetzt nicht ausführe. Im Wesentlichen soll es aber darum gehen, es gibt über beide Figuren noch mehr zu wissen und diese Dinge offenbaren sich. Das heißt, beide haben Motive, Hintergründe, eine Vergangenheit und Absichten, die nach und nach zutage kommen. Und wir sind hier nicht im Psychothriller-Bereich. Deswegen muss man jetzt hier keine, der eine ist der Bruder des anderen oder will ihn umbringen, weil Story erwarten, sondern zwei Männer, die auf einem Berg sitzen. Der eine, der den anderen nervt und irgendwie sind sie doch dabei, sich gegenseitig Gutes zu tun. Klingt jetzt etwas abstrakt und überhöht, aber gar nicht mal so schlecht, weil der Film ist sehr ruhig, eine ganz ruhige Kugel. Es sind eben die einfachen Dinge und das sind mitunter einfach nur zwei Männer, die über irgendeine Sache im Leben reden oder gewisse Ansichten, wo Bescheidenheit oder so in den Vordergrund tritt. Solche Szenen reiht der Film reihenweise aneinander. Ich finde die Figur des Vincent, wenn quasi ihre Motive enthüllt werden, ein wenig aufdringlich und nervig, kann mich mit dem introvertierten Pierre sehr gut identifizieren, auch wenn ich nicht dessen Vergangenheit und auch dessen Beweggründe, die dann noch mitschwingen habe. Und aus dem Ganzen rühren etliche humoristische Szenen hervor und die ein oder andere, die zu Herzen geht. Ich werde das jetzt nicht ausführen, aber es gibt zum Ende eine Stelle, wo eine Nebenfigur zum Lachen gebracht wird. Diese Szene mag zwar etwas kitschig sein, aber sie ist herzlich, sie ist authentisch und vor allem das Lachen der besagten Figur ist wahrscheinlich das herzhafteste Lachen, das ich seit langem auf einer Kinoleinwand gesehen habe. Französische Filme sind sowieso so ein eigenes Ding, das guckt ein gewisses Zielpublikum und wenn ein solches sich hier in diesem Film verirrt, wird es sicher eine sehr gute Zeit haben. Für die breite Masse bietet sich das Ding nicht an, aber es ist kein unsympathischer Film, es ist ein kleiner, harmloser Film. Von mir gibt es 3 von 5 Punkten, aber ich glaube, wie gesagt, die meisten würden es sich nicht gegen Geld angucken. Aber diejenigen, die eben genauso einen kleinen, ruhigen französischen Film mit schönen Landschaftsaufnahmen suchen, die könnten hier absolut fündig werden. Wie seht ihr das? Habt ihr Lust auf diesen Film? Würdet ihr euch das irgendwie antun? Erzählt mir das doch mal in den Kommentaren unter diesem Video. Ansonsten könnt ihr wie immer gerne einen Daumen da lassen, gerne ein Abo und wir sehen uns gerne zur nächsten Kritik. Macht's gut, bis dann, ciao.